Du darf ja rein, ne? Ja, anstrengend. Ich habe mir erst gedacht, der wird raus. Also nie haben wir gedacht. Okay, aber das ist ja schon mal. Ja, genau. Ja. Na gut, 8 Stunden. Ja, nee, das ist das so anstrengend. Aber ich habe mich ja gut dabei. Können nicht vor Zeitplan starten. On your mark. Das erste Duo, das hat schon eine sehr, sehr große Lücke gerissen hier beim Schwimmen. Ja, richtig stark und natürlich einer der Top-Favoriten mit Bruno Krumbeck vorne dran. Kleine Lücke dahinter, das ist noch nichts fürs Radfahren. Hinter auf der 3. Jawohl, super Stimmung hier an der Transferstrecke zum Wechselgarten. Ich glaube, das kann man dann wirklich auch mal kurz so stehen lassen, diese Stimmung. Muss man als Moderator gar nicht dazwischen funken. Sehr, sehr geil, wie ihr hier die Athleten Richtung Wechselgarten treibt. Und hier kommen die Nächsten raus aus dem Wasser, Richtung Wechselgarten unterwegs. Badekappe schon abgesetzt. Noch mal kurz im Kopf durchgegangen, was muss ich jetzt denken im Wechselgarten. Und dann geht's raus auf die Radstrecke. Und natürlich dann erstmal der Versuch, schnell Anschluss zu finden an die Gruppe davor, um da möglicherweise mit der Gruppe nach vorne zu fahren. Jetzt der Führende, der da vorne reinkommt. Und hier auch gleich natürlich auf die Laufstrecke geht. Und das sollte auch Bruno Krumbeck sein. Sieht aber eigentlich eher wie ein blauer Anzug aus. Ja, ich schaue hier auf das Tableau und das ist Luis Rühl. Ja, eigentlich Bayern, ne? Luis Rühl kommt hier als Erster in den Wechselgarten. Stark. Und das sieht schon nach einem deutlichen Vorsprung aus. Also hat er wahrscheinlich nochmal eine Attacke gesetzt. Wir haben ja vorhin die Zwischenzeit gehabt. Da war Luis Rühl noch in diesem Duo dann hinten mit drin. Und ja, da gab es wohl nochmal taktisch hinten raus eine geile Attacke vom bayerischen Athleten von Luis Rühl, der da eine ordentliche Lücke rausgefahren hat. Jetzt schon rausgeht zum Laufen, ja, die Nächsten da reinkommen jetzt in den Wechselgarten. 2 an der Zahl und dann seht ihr hinten schon das große Feld, was da folgt. Also ein toller Vorsprung für Luis Rühl. Dann 2 Athleten hinterher, wissen wir auch gleich, wer es ist. Und dann das große Feld, was sich auf der Jagd befindet. Ja, die Strecken zahlen genau. Und Erik, 50 auf 1! Komm, Janne! Jan, los! Und eben auf der Spur Bruno Krumbeck und Lukas Kurtenbach. Die gemeinsam denselben Rückstand haben. Und dann haben wir nochmal auf die gerade eben genannten mit ungefähr 20 Sekunden Rückstand Konstantin Johansen und Jonas Wechsler. Ja, also 2 Athleten des nordrhein-westfälischen Triathlon-Verbandes auf der Jagd
versucht da die Bayern noch abzufangen. Den Bayern, der da vorne weg ist, ihm ist gar nicht so schlecht. Die Das war ein Höhepunkt, alles mit ihm.
Jane, so stark! Und das Lauf war echt stark! Wenn du das legst, ich kann dir auch mal wieder stark! Glückwunsch! Will ich stark gelaufen? Ja, James Scott Kosny aus Cottbus, Deutscher Meister, Platz 2 für Lüge. Was für ein geiles Rennen von James Scott Kosny und Rick Lee.